Bitcoin, Ether, Dogecoin, whatever Coin. Ich wollte meine Gedanken mit euch teilen zu dem Thema, weil es mir wirklich wichtig ist, hier aufzuklären. Auch ich habe nicht alles Wissen, auch ich lerne immer dazu, aber meine Gedanken zu Kryptowährungen, weil man kann dort nicht nur gewinnen, sondern man kann dort auch sehr schnell Geld verlieren. Das Erste, was ich in meinem Bitcoin-Video schon mal gesagt habe, ist, das kann alles von jetzt auf gleich auf Null fallen, weil kein echter Wert dahinter steht. Habt ihr ein Haus, habt ihr ein Auto, eine teure Uhr, einen Goldbarren, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das einfach wertlos wird. Gibt es natürlich auch, wenn man zum Beispiel enteignet wird, das gab es mal in der Geschichte, oder Gold verboten wird und es einfach abgeben müsst, dann auch Enteignung oder was auch immer. Aber das, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass euer Haus null wert wird als eine eurer Kryptowährungen, ist deutlich geringer. Ja? Und das ist das Wichtige. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Menge Upsides. Und es macht Sinn, glaube ich, Kryptowährungen zu einem gewissen Teil in seinem Portfolio zu haben. Denn vor allen Dingen wollte ja, zumindest ich, das ist auch eine Frage des zeitlichen Horizonts, in 5 bis 10 Jahren deutlich mehr Kapital haben, weil ihr dann damit weiter in Startups investieren wollt oder dann ein bisschen Haus kaufen oder was auch immer damit machen will. Und da macht es schon Sinn, meine persönliche Einschätzung, Kryptowährungen zu einem diversifizierten Portfolio hinzuzunehmen. Die stabilste Kryptowährung, das muss man einfach wirklich sagen, das ist, glaube ich, Fakt, ist Bitcoin. Sie ist am meisten getestet, sie ist am größten, sie hat am meisten Backing von großen Investoren, teilweise ja jetzt auch auf dem Balance Sheet von öffentlichen Unternehmen, die börslich gehandelt werden. Also Bitcoin ist die stabilste Währung und dass Bitcoin jetzt auf Null fällt, ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Aber möglich, wie ich eben erklärt habe, aber Bitcoin, finde ich schon, kann man wirklich als auch eine gewisse, natürlich volatile, also die geht sehr stark rauf und runter, aber insgesamt ist es fast schon eine relativ stabile Geldanlage. Und aber volatil und mit allen Nachteilen, die ich eben erklärt habe. Also das heißt, der Bitcoin ist die Hauptkryptowährung, wo am meisten Entwickler, wo am meisten Netzwerk, was ja das verteilte Netzwerk, was auch die Qualität bringt, weil so viele Nodes darin laufen, hat am meisten Angriffe überlebt. Das heißt, Hacker haben versucht, die dahinterliegende Blockchain zu cracken, hat nicht funktioniert. Und deswegen ist Bitcoin wirklich schon eine gehärtete Währung. Für mich die zweite Währung ist Ether mit der Ethereum-Plattform. Der große Unterschied ist, dass ein aktiver CEO sozusagen, der Gründer noch dabei ist und auch ständig die Plattform nach vorne bringt. Also es gibt jetzt wieder ein großes Update in der Plattform. Das heißt, sie wird noch aktiver weiterentwickelt und vor allen Dingen auch von einem führenden Kopf, natürlich mit einer großen Community dahinter, aber ein führender Kopf, der auch einen Twitter-Account hat, mit dem man auch sprechen kann oder der ab und zu im Fernsehen oder irgendwelchen YouTube-Videos erscheint. Und es ist eine Plattform, was Bitcoin heutzutage, und ich glaube, es wird es auch nicht, außer vielleicht ein Lightning-Network für Payment obendrauf, es ist eine Plattform. Das heißt, da laufen wirklich Anwendungen drauf. Man kann so ein bisschen mit diesem AWS von der Amazon Cloud oder Azure mit der Microsoft Cloud vergleichen. Das heißt, da laufen wirklich Anwendungen auf dieser Blockchain, auf dem Distributed Ledger. Und das ist ein Unterschied. Das heißt, es hat schon einen anderen Wert nochmal, weil andere Leute darauf dann Transaktionen machen. Und das finde ich eigentlich eine gute Seite gegenüber Bitcoin, weil Bitcoin ist ein Wertespeicher. Ja, und wenn das genug akzeptieren, dann wird der Bitcoin stark steigen, weil er limitiert ist. Der Bitcoin ist, die Zahl ist begrenzt. Ja, es werden immer schon jetzt langsam weniger neue Bitcoins erschaffen, aber irgendwann ist es auch vorbei. Und das wird dann den Wert stark nach oben treiben, wenn die Leute weiterhin glauben, dass das quasi der Wertespeicher ist. Bei der Ethereum-Plattform finde ich es gut, dass dort auch wirklich Code drauf läuft. Ja, das ist wirklich eine aktive Anwendung und deswegen ja, finde ich es gut. Ich finde, die technologisch hat mich tiefgreifend mit der Plattform befasst. Ich finde gut, wie sie umgesetzt wird. Ich finde gut, wie sie sich jetzt weiterentwickelt. Und deswegen halte ich auch Ether in meinem Portfolio und würde auch sagen, dass das jetzt wirklich
Gut, jetzt ist Ether gerade sehr stark gestiegen, muss man auch sehen. Klar, Timing ist immer sehr schwierig, aber dass Ether jetzt wirklich einfach komplett fast nichts mehr wert wird, kann passieren, habe ich eben erklärt, aber bei Ether halte ich es auch eher für unwahrscheinlich. Jetzt gibt es zum Beispiel gerade der Dogecoin, der gehypt wird und ganz viele andere Coins. Und da bin ich extrem kritisch, weil am Ende des Tages steht kein Wert dahinter. Bei Bitcoin steht das Netzwerk dahinter, steht die jahrzehntelange Erfahrung, Angriffe, es hat immer wieder aufrechterhalten, ganz viele institutionelle Anleger, kleine Anleger, große öffentliche Unternehmen, alle setzen auf den Bitcoin. Das heißt, das ist eine sehr starke Community, sehr viel Kapital dahinter, die diesen Bitcoin langfristig jetzt anscheinend als Wertspeicher sieht. Bei Ethereum ist es eine hochprofessionelle Plattform, eine riesen Entwickler-Community. Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende, haben ihre Applikation auf der Ethereum-Plattform laufen, deswegen sehr stabil. Bei anderen Coins sehe ich das einfach nicht. Ich sehe keinen anderen Coin, keine andere Währung. Bei der Ethereum-Plattform ist es dann der Ether, der annähernd rankommt, wo man sagt, da ist wirklich eine so große Community, da ist so viel Kapital, da ist so viel Erfahrung. Es ist für mich dann ein bisschen Zockerei, wenn man in den anderen Coins ist. Bitcoin, Ether kann man beimischen ins Portfolio. Ich glaube, es ist sogar eine gute Idee. Aber bei den anderen, meine persönliche Meinung, und ich weiß, es gibt ganz viele Meinungen und viele Krypto-Fans werden jetzt sagen, boah, der Frank ist aber blöd und der ist oldschool und so. Das ist auch fein. Und bitte schreibt eure Kommentare runter. Ich lese, ich lerne. Ich hätte auch nicht gedacht, dass TikTok irgendwann das eines der größten Social-Media-Netzwerke, habe ich auch völlig unterschätzt am Anfang. Also ich muss dazulernen. Aber deswegen für mich aktuell nur Bitcoin und Ether sind Kryptowährungen, die ich als relevant, als einigermaßen stabil betrachte. Alles andere ist für mich Zockerei. Wenn ihr eine andere Meinung habt, lasst es mich wissen. Ich lerne dazu. Lasst uns niveauvoll diskutieren über die Themen. Also ciao, ciao, bis bald.